Okay, wer war das? Du hast von den Rutlands gehört, oder? Tja, das war der jüngste Sohn des US-Senators James Rutland. West Point-Absolvent. Viel mehr hat er nicht gemacht. Zeig mir das Filmmaterial. Willkommen, Lady Croft. Muss Ihr Handgepäck geleert oder gefüllt werden? Winston, sehen Sie sich das an. Es ist fast identisch, nur anders aufgebaut. Identisch? Womit? Mit etwas, das ich mal in Nepal gesehen habe. Weit entfernt von irgendwelchen Inkas. Ah, und Sie glauben, es ist ein Fragment des Schwertes? Was für ein Schwert? Eher von einem weiteren Schwert. Sip, finde möglichst viel über diesen Rutland heraus. Ich will wissen, wo er sich im Moment aufhält. In Peru? Er hat Paraíso erwähnt. Er hat angedeutet, es gebe dort Informationen über die Artefakte. Er sagte, du warst in Paraíso. Was ist dort passiert? Und wer ist Amanda? Alles da? Sieh dir die Bilder an und finde einen Zusammenhang. Sip, rufe Naya an. Sag ihr, wir treffen uns Samstagmorgen in Paraíso. Rutland hat eine Verbindung zwischen der Steinestrade und der Ruine bei Paraíso angedeutet. Ich hoffe nur, dass Anaya nach allem, was dort passiert ist, kommt. Vermutlich finden wir nur ein Dutzend Leichen, allen voraus Amanda. Aber ich muss mir ganz sicher sein. Die scheinen sich zurzeit über Besucher nicht gerade zu freuen. Wir sind hier bis an die Zähne bewaffnet. Ich bin eben immer gern gut vorbereitet. Was von Anaya gehört? Sie hat gesagt, sie erwartet dich an der Statue am Marktplatz. Da sind wir wenigstens ungestört. Und damit heiße ich euch, meine Freunde und Freundinnen der anonymen Unterhaltung, herzlich willkommen im zweiten Level von Tomb Raider Legend. Wir befinden uns in Peru. Es ist ein bisschen wärmer, als ich es aus Tomb Raider 1 in Erinnerung habe, wenn ich mich hier so umsehe. Es sieht zumindest wärmer aus und staubiger. Außerdem muss ich gleich am Anfang hier eine Korrektur machen. Ich habe zu Beginn des Let's Plays gesagt, es hätte neben Lara nur ein Charakter ins Reboot geschafft, nämlich Sip. Stimmt offensichtlich nicht ganz, denn in der Cutscene gerade haben wir Winston gesehen. Da habt ihr mich darauf hingewiesen und ja, Winston ist offensichtlich auch schon in alten Teilen gewesen. Ich weiß nicht, wie ich ihn vergessen konnte, das alte Kühlschrankopfer. Gut, wir visieren mit G an. Das liegt neben H. Mit H könnte man schießen. Ich weiß nicht, warum es das hier nochmal gesagt wird. Gut, das mit dem Treten ist neu. Ich kann ziehen mit... Was? Drücken Sie F, wenn Sie um eine Grätsche zu attackieren. Also... So. Mit... Welche Taste ist denn das? B. Kann ich das dann machen? Diesen Move werde ich nie verwenden. Aber gut. Schön, dass wir es wissen. Ich finde interessant, dass wir jetzt im zweiten Level Combat kennenlernen. Aber ja. Kann man machen, schätze ich. Es gibt hier ein Geheimnis. Dafür müssen wir hier hoch. Und ich meine... Ja, da oben diese... Ist das eine Lampe? Ich denke schon. Da können wir uns rüberschwingen. Und hier hinter befindet sich dann ein... Bronze-Secret. Schon relativ gut versteckt für ein Bronze-Secret, wenn man mich fragt. Moment, die Kiste hier kann man verschieben, genau. Einmal so, nein, nicht loslassen. Einmal hier zur Seite. Und hoch da und drüber da. Joa, bis jetzt ist nicht so viel los. Am Marktplatz sind wir ungestört, meinte Lara. Ich weiß ja nicht. Ich weiß auch nicht, ob das Gras hier, das sieht mir nicht ganz so richtig aus, wie es da im Wind weht. Ich glaube, er wollte die oberen Spitzen genauso sehr wehen lassen, wie hier den Grasansatz. Hallo, Lara. Ist dir aufgefallen, dass die Straßen eben noch nicht leer waren? Und ich habe mich so bemüht, nicht aufzufallen. Ich hoffe, die fürchten sich vor mir und nicht vor etwas anderem. Hier ist nichts. Nur ein Haufen Tonscherben, übersät mit den Leichen alter Freunde. Wenn ich geahnt hätte, wohin das führt, hätte ich dir nie von Bolivien erzählt. Und doch bist du hier. La Paz ist nicht so weit weg. Die Vergangenheit auch nicht. Lara, geh! Ich komm nach!
So viel zu ungestört. Und jetzt wissen wir auch, warum uns gezeigt wurde, wie man kämpft, denn... Ja, ich kann das anballern. Okay, der macht Bumm. Ja, jetzt wissen wir warum, denn hier sind einige Gegner. Das gerade in der Cutscene war Anaya. So, ich nehme mal das Gewehr hier, das Maschinengewehr. Oh, heilen. Das war Anaya, sie hat uns von Bolivien erzählt, offensichtlich, ja. Lara kennt sie aus ihrem Studium und sie ist Bauingenieurin in armen Gebieten in Südamerika. Und Lara und sie treffen sich bis heute regelmäßig. Die beiden sind immer noch gute Freunde, auch wenn sie nach gewissen Ereignissen, von denen wir in diesem Level, Lara hat es ja schon angedeutet, die Vergangenheit ist auch nicht weit weg. Oder irgendwie sowas hat sie gesagt, von wegen La Paz. Da wurde was angedeutet. Ja, da werden wir noch was erfahren. Das hat die beiden durchaus ein bisschen beeinflusst. Sagen wir mal so. Aber gut. Hier haben wir ein Silbergeheimnis in diesem Raum. Einmal da reingehen. So habe ich die Tür nicht aufgetreten. Gut, aber sie könnte auch nicht in die andere Richtung aufgehen. Da war eine Blockade. Gut. Ein Bronze... Kamera? Was tust du? Ein Bronzegeheimnis haben wir hier noch. Das befindet sich da drüben ganz offensichtlich auf dem Präsentierteller. Das einzige Rätsel ist eigentlich, wie man hinkommt. So. War jetzt nicht so schwierig. Dieses Seil hier, kann ich mich daran... Ja, ich kann mich daran runterlassen. Gut. Habe ich hier noch was übersehen? Hier muss noch ein Geheimnis liegen. Ah, ja, hier. Und das nächste Geheimnis kommt dann erst später. Gut. Wo geht's eigentlich weiter? Ich glaube da oben, weil da ein Gegner stand. Ist das eine Flagge? Wahrscheinlich die von Peru, aber eigentlich hat Peru eine andere Flagge. Peru sieht eigentlich aus wie Österreich, nur halt vertikal. So, hier können wir uns heilen. Schön, dass du sie siehst. Drücken Sie K, um eine Granate zu werfen. Ja, das hier sind Granaten, die hier rumliegen. Kleiner Funfact zu Granaten. Tatsächlich hört man oder kann man hören, wenn Lara Granaten trägt. Mir ist es nie aufgefallen, aber angeblich macht das dann extra Sounds. Die Entwickler haben sich, so kann man sie übrigens werfen mit RB, die Entwickler haben sich extra Granaten gekauft und sie aneinander geschlagen, um herauszufinden, wie das klingt. Also sie waren sehr dedicated. So, Moment. Das Fass da hinten möchte ich anballern. Habe ich scheinbar auch getan. Jedenfalls ist es explodiert. Auch wenn ich Lara da jetzt nicht explizit hab hinschießen sehen. Gut, hier in irgendeiner Seitengasse liegt noch ein Bronzegeheimnis. Weiß nur gerade nicht wo. Werden wir finden. Ich muss nur wissen, dass es hier ist. Hier ist, glaube ich, nichts. Hier geht's aber auch ganz schön weit. Das ist billig. Eine unsichtbare Wand. Da hätten sie auch einen Zaun hinmachen können oder so. Ach man. Das ist schade. So, einmal das in die Luft sprengen. Sorry an denjenigen, denen der Laden gehört hat. Okay, hier werden wir... Warte, ich werfe da mal eine Granate hin und baller den da oben ab. Okay, hat funktioniert. Medipack nehmen wir direkt mit. So. Sag mir bitte nicht, dass dahinter das Geheimnis gewesen wäre. Nee, warte, hier geht's nach oben. Nach oben. Nicht direkt wieder runter. Gut, da kommen wir nicht lang. Ah, hier ist es. Hier ist es. Ich habe mir halt nur notiert, dass es in einer der Seitengassen ist. So, ich bereite mich auf meine Let's Plays vor und meine Aufnahmen, aber halt auch nicht so, dass es nicht mehr spannend wird. So, das da oben. Junge. Kann man runterschießen, da gibt es einen Elektroschock.
Okay, die da hinten wollen uns tot sehen. Tun wir ihnen mal ein bisschen den Gefallen und rennen hier rein. Okay, das war eine Granate. Wo werden wir respawned? Hier. Ja, wir sehen uns gleich da hinten wieder. So, da sind wir wieder. Eventuell habe ich ein paar mehr getötet jetzt schon im Vornherein. Aus dem einfachen Grund, dass... Wow, weg von der Granate. Aus dem einfachen Grund, dass ich diesmal über die Dächer gegangen bin. Man konnte da irgendwo rüberschwingen und dann... Ja, war das möglich. So, hier hätten wir ein Geschütz gehabt. Damit hätten wir auch ballern können. Ich kann es auch mit E benutzen. Nee, Lüge. Tue ich's wieder weg. Wo auch immer der Gegner jetzt herkam. Haben wir aber nicht gebraucht. So, die Waffe hier nehme ich noch mit und dann geht's rauf aufs Moped. Anaya hat eben angerufen. Sie wird von Söldnern verfolgt. Sag ihr, ich bin unterwegs. Okay. Okay. Drücken Sie die Bewegungstaste rückwärts, um zu bremsen und vorwärts, um zu fahren. Ah, um zu schießen. Stimmt, wir können... Warte, wie können wir schießen? Okay, ich kann mit dem rechten Trigger schießen. Granaten habe ich auch noch drei. So. Und das hier ist jetzt tatsächlich, ne? Grüße gehen raus an Tomb Raider 4. Das hier ist ein richtiges Motorrad. Ja. Nicht das, was wir in Tomb Raider 4 hatten, was wahrscheinlich nur ein Jeep war mit einem Motorradmodell. So. Ich weiß nur nicht mehr, wie das hier funktioniert hat. Aber bis jetzt funktioniert es ganz gut. Okay, da haben wir die ersten Gegner. Wie du schon sagst, Nummer 1. Wie viele... Verdammt, ich wollte mich nicht heilen. Ich wollte das Licht anschalten. Wir sehen uns mit G das beste Ziel an. Also wahrscheinlich mit dem linken Trigger dann. Jetzt noch nicht so das Problem. Ich wünschte, ich könnte stärkere Waffen als die Pistolen nehmen hier. Weil es halt ein bisschen, sind ein bisschen schwach. Die brauchen wir ewig. So, ich kann ja auch bremsen. Ich bretter hier Vollgas durch. Muss ich gar nicht. Boah, heilen, heilen, heilen. Nochmal heilen. Verdammt, habe ich das mitgenommen? Bin mir nicht sicher. Wow. Naja, wir werden sehen, wenn ich mich irgendwann nicht mehr heilen kann. Ich hätte hier links lang gekonnt. In diesen Passagen hier gibt es aber keine Geheimnisse immer. Also es gibt mehrere so Motorradpassagen in dem Spiel und... Verdammt! So. Ich habe heilen gedrückt. Moment, starten wir von ganz vorne. Oh Gott. Ja, wir sehen uns gleich wieder. Ich hoffe, ich finde die Stelle wieder. So, ich meine, hier kommt jetzt dann gleich die Stelle. Ja, genau, hier konnte man links ab. Da gehe ich jetzt diesmal auch links. Ich habe nur leider nur noch ein Medipack. Weiß auch nicht genau, wie das passiert ist. Und gleich wäre ich schon wieder tot gewesen. So, Moment, ich sollte mich zurückfallen lassen. So nicht.